Papa, was war das? König Minos braucht wieder etwas Futter für sein Tierchen. Was für ein Tierchen, Papa? Naja, bist du noch ein bisschen zu jung für. Papa, ich bin doch ein Held! Weißt du, die kretische Königin hat ein bisschen Bunga-Bunga mit einem großen Stier gemacht. Echt? Ja, ist ein Mischling dabei rausgekommen. Oben ein Stier, unten wie wir, wenn du weißt, was ich meine. Papa, den muss ich sehen. Nö, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt bist du endlich da, jetzt gehst du nicht schon wieder fort. Papa, ich muss nach Kreta. Du, der macht manche Punch aus dir. Papa, ab nach Kreta. Dann setz doch wenigstens die weißen Segel, wenn du wieder zurückkommst. Okidoki, jopp, ab nach Kreta. Armer Aigeus. So schnell wie der Sohn gekommen ist, ist er auch schon wieder weg. Jeden Tag steigt Aigeus jetzt auf die höchste Klippe und hält Ausschau nach dem Schiff. Das Tierchen, von dem er sprach, war der fürchterliche Minotaurus. Und er lebte in einem riesigen Labyrinth. Das hatte Daidalos erbaut, der berühmteste Architekt seiner Zeit. Und zwar so, dass niemand, der hineinging, jemals wieder herausfand. Man musste das Tor nicht einmal bewachen. Der geniale Baumeister hatte seine ganze Raffinesse aufgewendet, ein derart kompliziertes Wegesystem zu entwickeln, dass jedermann nach kürzester Zeit in eine angenehme Hilflosigkeit geriet. So wie ein unerfahrener Zecher sich nach der ersten Flasche Wein angenehm verwirrt fühlt und noch gar nicht merkt, was für einen Unsinn er erzählt. Dass jedermann also wie ein im Strudel treibendes Stück Holz, allmählich, leicht schaukelnd, in Kreisen und unaufhaltsam auf den Schlund dieses Strudels zutrieb, der in diesem Fall der riesige Rachen eben jenes Minotaurus war, der in seiner namenlosen Gier, ohne genießen zu können, verschlang, was ihm da an den schönsten Jungfrauen und Jünglingen vorgesetzt wurde. Man hätte ihm genauso gut ausgezehrte kretische Witwen oder sehnige Greise zum Fraß vorwerfen können. Zu mehr als zu einem verzweifelten, geheulten Haps reichte es nicht und weg war sie, die Blüte Athens. Weniger ging es hier nicht als um alles. Und Theseus wusste das. Heldenmut ist das eine, die schreckliche, hosenfüllende Angst das andere. Und die Gefährten dürfen nichts merken. Du bist ihr einziger, erbärmlicher, winziger Hoffnungsfetzen. Und da erscheint am Horizont Kreta, ein Gebirge im Westen, eins im Osten. Und in der Mitte erhebt sich das mächtige Knossos,
bis zum Himmel.